Hallo zusammen. Der Klassiker "Ich war noch niemals in New York" von Udo Jürgens muss auf nahezu jeder Veranstaltung gespielt werden. Der Song wird auch immer sehr gerne vom Publikum mitgesungen. Nur hat uns Udo Jürgens da vor eine Herausforderung gestellt, also uns Arranger-Keyboard-Spieler. Der Song besteht aus zwei unterschiedlichen Rhythmen. Das Intro und die Strophe ist ganz langsam, der Refrain klingt etwas schneller. Dagegen das Intro. Nun, das ist aber ganz einfach zu lösen. Ich habe rausgehört, dass der Refrain in Tempo 132 erklingt, gespielt wird. Und etwas langsamer, interessanterweise nur etwas langsamer, und zwar Tempo 129, so wird das Intro gespielt und die Strophe. Ein Style für den Refrain war schnell gefunden. Und zwar in der Musikantabteilung Schlager Schwedenfox. Hier nehmen wir die Variation 2, wohlgemerkt Tempo 132. Und das Intro und die Strophe sind eigentlich ganz einfach gehalten. Das ist jeweils nur ein Schlag, ein Bass, ein Schlagzeug, ein Akkord auf der ersten Zählzeit eines Taktes. Und da macht es Sinn, das einfach in diese Variation 1 vom Schwedenfox einzuspielen. Das ist ganz einfach. Also geht's über die Rekordtaste in die Style-Bearbeitung, Schwedenfox. Wir machen schon mal die Variation 1 leer. Dazu geht's über Menü in Style-Edit, Delete und wir wollen alles aus der Variation 1 löschen. Mit der Exit-Taste kommen wir wieder zurück. Hören wir uns gerade einmal die Variation 2 an. Die soll ja in Tempo 132 erklingen. So. Übrigens ist das Original von Udo Jürgens in As-Dur. Ich spiele es in C-Dur und habe daher einfach minus 4 transponiert. Das mache ich jetzt mal rückgängig. So, wenden wir uns der Variation 1 zu. Ich brauche jeweils auf der ersten Zählzeit nur einen einzigen Ton, Schlagzeug, Bass und eine Begleitung. Variation 1, ich spiele zwei Takte ein und nehme als Quantisierungsfaktor eine Achtel, eine triolische Achtel. Bass. In die erste Begleitspur nehme ich ein Piano. Und noch die Schlagzeugspur. Das war's schon. Wäre dann nicht noch der Tempowechsel? Und den bauen wir jetzt genau in diese Variation des Styles ein. Dazu gehen wir in Event Edit und suchen uns hier die Masterspur aus. Voreingestellt hatten wir 132 mit Insert. So, das markiere ich mal. Mit Insert stelle ich nun noch einen Tempo-Event rein. Und zwar mache ich jetzt hier die 129 draus. Das bedeutet, wähle ich die Variation 1, nimmt der Begleitautomat Tempo 129 und wechselt mit der Variation 2 wieder auf 132. Abspeichern und los geht's ans Spielen.
Ja, versuch das gerne selbst einmal.